Deutschland ist stark und erfolgreich. Aber es gibt Risiken. Überalterung der Gesellschaft, Bevölkerungsrückgang, globaler Wettbewerb. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Deutschland braucht neue Ideen von mutigen Unternehmern. Für Deutschland sind Innovationen überlebenswichtig. Wir haben wenige Ressourcen, umso mehr Ideen brauchen wir. Viele dieser Ideen kommen aus Unternehmen, noch mehr aus jungen Unternehmen. Deswegen brauchen wir viele junge Gründer. Die Gründerszene in Deutschland boomt. Berlin hat sich zum europäischen Hotspot der Internetszene entwickelt. Immer mehr Konzerne haben Tochtergesellschaften zur Finanzierung von Hightech-Startups. Denn Innovation braucht Kapital. Vor allem dann, wenn eine neue Idee noch auf dem Weg zur Marktreife ist. Munich Composite war 2011 noch ein Hightech-Startup. Das Otto Brunner Unternehmen hat eine automatisierte Lösung entwickelt, mit der sich carbonfaserverstärkte Kunststoffteile schnell und günstig herstellen lassen. 2014 wurde Munich Composite mit dem Innovationspreis Bayern ausgezeichnet. Die Mittel der KfW, also die Doppelung der KfW bei unserer ersten Finanzierungsrunde, war ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um die Maschinen zu kaufen, die Mitarbeiter einzustellen und unsere Produktion so zum Laufen zu bringen, dass wir erste Umsätze erzielen konnten. Eigenkapital fehlt vor allem, wenn Unternehmen groß werden und Märkte erobern wollen. Meist machen sie schon größere Umsätze, aber kaum Gewinne, weil sie alle Erträge direkt wieder investieren. Statt eines Kredits brauchen junge Hightech-Firmen daher Investoren, die sich an ihnen mit Kapital beteiligen. Weil es nicht alle Gründer schaffen werden, ist die Beteiligung für Investoren ein Wagnis. Deshalb heißt es Venture Capital oder kurz VC. Diejenigen Unternehmen, die bestehen, werden allerdings Deutschlands Zukunft prägen. Das ist eine Chance, nicht nur für Investoren, sondern für unsere Gesellschaft. Als Gründungs- und Innovationsstandort braucht Deutschland keinen Vergleich zu fürchten. Deutschland hat die richtigen Gründer, die Rahmenbedingungen stimmen und die Förderpalette ist wunderbar bestückt. Die KfW als starke Förderbank steht hier als Partner zur Verfügung. Wir wollen den gesellschaftlichen Wandel mit ökonomischem Erfolg verbinden. Eine wichtige Rolle in der Beteiligungsfinanzierung spielen VC-Fonds. Das sind Kapitalsammelstellen, in die Risikokapitalgeber aus der privaten Wirtschaft investieren. Ein VC-Fonds speist sich aus dem Geld der Anleger und ermöglicht ihnen, sich indirekt an Unternehmen zu beteiligen. Auch die KfW beteiligt sich an VC-Fonds. Als Investor schafft sie Vertrauen bei privaten Investoren und kommt auf diese Weise ihrem Förderauftrag nach. Dabei profitiert die KfW von den gleichen Chancen und nimmt die gleichen Risiken wie die privaten Investoren auf sich. Private Geldgeber wie Series Venture Partners aus Wiesbaden schätzen die KfW als verlässlichen Co-Investor. Die KfW ist für uns bei Sirius insbesondere dafür wichtig, um in frühen Unternehmensphasen ein Unternehmen auf stabile Beine zu stellen. Das ist gerade für die frühen Phasen wichtig, weil dort aufgrund des höheren Risikos relativ wenig Geld zur Verfügung steht und die Doppelung von der KfW hilft halt dabei, einfach ein bisschen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Die KfW ist einer der wichtigsten Eigenkapitalfinanzierer für Hightech-Startups in Deutschland. Kaum ein Marktteilnehmer hat so viel Erfahrung im VC-Markt. Ihre Expertise setzt die KfW ein, um jungen Technologieunternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Damit der Innovationsstandort Deutschland auch künftig Weltspitze bleibt.